Ich filme dieses Video hier gerade um 6 Uhr morgens und ich schaffe so viel mehr, seitdem ich früh aufstehe. Ich bin ein Morgenmensch, aber ich wusste es eine lange Zeit nicht, weil ich immer dachte, ich wäre gerade eine Person, die morgens nicht aus dem Bett kommt, weil ich es nicht geschafft habe, früh aufzustehen. Tatsächlich habe ich dann aber gemerkt, dass ich doch ein Morgenmensch bin und morgens am besten arbeiten und funktionieren kann. Willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin Lara Emily und ich teile hier jede Woche Videos zum Thema gute Noten lernen, Schule und Produktivität. Also vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls es Themen sind, die dich interessieren. Seit mittlerweile über einem Jahr stehe ich regelmäßig um 5 Uhr morgens auf oder manchmal sogar noch früher, um morgens schon direkt die Zeit zu nutzen und vor allem auch die Zeit zu genießen. Morgens ist für mich eine heilige Zeit, in der ich zwar gerne Sachen schon erledige, gerne arbeite, aber eben auch gerne Zeit für mich selbst nutze. Und heute gibt es mal einige Tipps, wie du das ebenfalls schaffen kannst. Eines meiner Lieblingsbücher ist das Buch Atomic Habits, wo es um Gewohnheiten geht. Und dort wird die Methode des Habit Stackings erklärt. Und beim Habit Stacking geht es eben vor allem um die Gewohnheit vor der Gewohnheit. Also wenn deine Gewohnheit jetzt ist, um 5 Uhr morgens aufstehen, musst du dich fragen, um es leichter zu machen, was ist denn die Gewohnheit vor dieser Gewohnheit? Und für mich persönlich ist es das frühe Schlafen gehen. Denn ich finde auch, dass das frühe Aufstehen nicht schwierig ist. Das Problem ist eher das frühe zu Bett gehen. Von der wissenschaftlichen Seite her ergibt es total viel Sinn, abends alles abzudunkeln und Ruhe und Dunkelheit zu haben und auch zum Beispiel zu meditieren dafür. Ich persönlich lese einfach abends sehr gerne, weil ich dadurch schnell müde werde. Ich muss sagen, es ist kein guter Trade von mir, weil auch wenn ich tagsüber lese, werde ich müde. Deswegen, ich mag es eigentlich nicht so gerne, dass ich vom Lesen müde werde. Aber es ist bei mir eben so, immer wenn ich lese, werde ich halt sofort müde und kann deswegen auch abends gut einschlafen. Ich versuche jetzt keine aufregenden Dinge abends zu lesen, die mich dann wach halten, aber eben Dinge, die sich so weglesen lassen, meistens irgendwie Geschichten oder Sachbücher oder so, und dann werde ich ziemlich müde. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach auch wirklich das Handy dann wegzulegen, weil klar, ich kenne es selbst, wenn ich auf TikTok scrolle oder so, ist es super schwer, das Handy schon mal wegzulegen. Deswegen musst du da wirklich diszipliniert sein und daran denken, dass du morgens früh aufstehen möchtest, um das Handy dann sofort wegzulegen und dann entweder zu meditieren oder zu lesen oder andere Aktivitäten zu machen, die dir helfen, runterzukommen und schnell einzuschlafen. Eine weitere Sache, die mir so hilft, ist eine Intention am Morgen zu haben. Weil natürlich, warum sollte ich um 5 aufstehen, wenn ich nichts zu tun habe? Dann gibt es auch keinen Grund, so früh aufzustehen. Und deswegen habe ich immer einen genauen Plan für den Morgen. Also genaue Dinge, die ich an dem Tag machen möchte. Und das sind für mich meistens große Motivationen, weil sie mir erstens entweder total Spaß machen, wie zum Beispiel heute das Video zu drehen, oder zweitens, weil ich sie machen muss. Zum Beispiel irgendwie Hausaufgaben. Weil ja, ich bin eine Person, ich mache Hausaufgaben nicht davor den Tag, sondern an dem Tag morgens. aber das kann ich eben, weil ich früh aufstehe. Ich habe hier ein Time-Management und ich weiß dann auch, dass ich es dann schaffe. Deswegen ist es so ein bisschen mein Plan. Das Ganze hat eben zwei Vorteile. Zum einen freust du dich morgens darauf, kannst dann leichter aus dem Bett springen, weil du eben schon so eine Freude, also Vorfreude hast. Und zweitens, du verbringst den Morgen nicht unnötig, sondern hast einen direkten Plan und machst was aus deinem Morgen. Des Weiteren finde ich es sehr wichtig, immer zu der gleichen Uhrzeit aufzustehen und zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen. Weil natürlich braucht dein Körper auch irgendwie so einen Rhythmus, so eine innere Uhr. Und der Körper muss wissen, wann er sich jetzt aufs Schlafen vorbereitet und wann er wieder aufwacht. Und da habe ich persönlich gemerkt, dass es mir total hilft, immer genau die gleiche Uhrzeit zu haben. Bei mir ist es 21 Uhr und 5 Uhr. Natürlich schaffe ich das auch nicht immer, aber mein Körper weiß so um die Zeit, okay, 21 Uhr ist es Zeit, langsam müde zu werden und 5 Uhr, okay, ist es Zeit, langsam aufzuwachen. Denn kennt ihr das, dass ihr in den Ferien um die gleiche Uhrzeit aufwacht, wie es auch in der Schulzeit tut? Das passiert mir ganz oft, weil mein Körper sich eben schon an die Zeit gewöhnt hat und ich auch in den Ferien nicht länger als irgendwie 7, 8 Uhr schlafen kann die meiste Zeit, weil mein Körper einfach weiß, okay, ist es 7, 8 Uhr, ist es schon längste Zeit, ist es schon längst Zeit aufzustehen und was zu machen, den Tag zu beginnen. Und das ist eigentlich ganz, das ist was ganz Sinnvolles. Natürlich ist es in den Ferien nicht so cool, aber an sich ist es was ganz Tolles. Sehr gut gemacht, Körper. Was ich auch mega gut finde am Morgen, ist, dass noch nicht so viele Menschen wach sind und dich auch nicht so viele Menschen nerven können, vor allem auf Social Media. Weil ich kenne das, wenn ich in den Ferien mal spät aufstehe und dann irgendwie erst um 10 oder 11 oder so wach bin, dann habe ich schon so viele Nachrichten auf dem Handy, weil mir Leute schon geschrieben haben über Nacht und das stresst mich. Ich möchte nämlich am Morgen nicht reagieren, ich möchte lieber aktiv handeln und das finde ich richtig gut, wenn man früh aufsteht, weil man da meistens die erste Person ist, die aufsteht und noch nicht so viele Menschen auf Social Media irgendwie aktiv sind. Trotzdem ist es hilfreicher, wenn du noch dein Handy in Flugmodus stellst oder es einfach ganz ausschaltest am Morgen, weil ich wirklich, die erste Nachricht des Tages wird deinen Tag bestimmen. Und es gibt meistens nicht so wichtige Nachrichten, die du unbedingt um 5 Uhr morgens sehen musst. Wahrscheinlich nicht. Weil du setzt den Ton für den Tag und nicht dein Handy.
Und deswegen versuche mal die erste halbe Stunde oder Stunde dein Handy komplett auszumachen, nicht rauf zu gucken. Und gerade wenn du halt früh aufstehst, sind dann sowieso noch nicht Menschen wach, die dir irgendwie was sagen wollen oder so. Oder wichtige Dinge, weil sie antizipieren, dass du sowieso noch schläfst. Von daher, ja, kannst du das auch in dem Sinne auf jeden Fall machen. Und falls das Video noch keine Motivation genug war, denk mal daran, dass du morgens in den Sonnenaufgang sehen kannst. Bei mir ist es nicht momentan so, dass die Sonne zwischen 5 und 6 genau hier aufgeht. Und ich mag es immer morgens hier TikToks zu filmen, weswegen ich ja noch so eine Motivation habe, früh aufzustehen. Vergesst auf keinen Fall mein TikTok bei mir vorbeizugucken. Das heißt, ich Lara Emily Official. Und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren für mehr dieser Videos. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Tschüss!